André Breton dachte schon bald über etwas Neues, Konstruktiveres nach. Denn Dada war negativ. Zusammen mit seinem Freund Philippe Soupeau verfasste er das erste automatisch geschriebene Buch mit dem Titel »Die magnetischen Felder«. Das war der eigentliche Beginn des Surrealismus. Es ging darum, wie im Traum zu schreiben und das Unbewusste zum Ausdruck zu bringen. Das Publikum spielte keine Rolle. Ganz entspannt aufschreiben, was immer einem in den Kopf kommt, ohne nachzudenken. Und so schnell wie möglich, um jede Kritik zu vermeiden. Das war automatisches Schreiben. André Masson bestrich seine Leinwände mit Leim. Dann nahm er Sand und warf ihn an die Leinwand, wo er haften blieb. Später fügte er Farbe hinzu. Auch das war ein automatischer Prozess. Ich würde den Surrealismus als französische Version des Dada bezeichnen. Obwohl die Begründer des Surrealismus Literaten sind, findet die Bewegung unter den Malern ihr größtes Echo. Der Surrealismus ermöglicht den bildenden Künstlern faszinierende Perspektiven, indem er eine Tür zum Unterbewusstsein öffnet. Die Welt der Träume, ob real oder erfunden, inspiriert sie zu fantastischen Bildern und erstaunlichen Assoziationen. Über 30 Jahre lang wird der Surrealismus als herausragende internationale Bewegung fortbestehen. Mit so unterschiedlichen Künstlern wie Salvador Dali, Giorgio de Chirico, René Magritte, und Juan Miró. Miró malte noch recht realistische und detaillierte Bilder, als André Masson zufällig sein Nachbar wurde. Mirós veränderter Stil zeigt deutlich, wie groß Massons Einfluss auf seine Arbeit war. Schriftsteller und Maler haben sich gegenseitig sehr stark beeinflusst. Il y avait alors donc Miró qui peignait lui un étrange tableau qui s'appelait La Ferme. Pendant deux ans, Miró a peint ce tableau. Et je me souviens que nous amusions d'ailleurs très gentiment, mais enfin on s'amusait un peu de ce peintre. C'était d'une très 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 méticuleux. En fait, il n'y a pas eu tellement d'évolution, mais passage rapide de La Ferme à autre chose. Ah oui, passage très rapide, très très rapide. À ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter les poètes, alors j'ai senti que j'avais le besoin de dépasser la peinture, de me rapprocher de la poésie. J'ai fréquenté beaucoup plus les poètes que les peintres. Et c'était la poésie qui m'intéressait par-dessus tout, après avoir subi une discipline plastique très sévère. À mon voisin était André Masson. C'est là où je connais Masson et c'est par lui que je connais tous les poètes. On vivait très fraternellement, en pleine misère à cette époque-là. Et la ferme a disparu, et puis ça a été tout le commencement de cette carrière de peintre, que je trouve ma carrière éblouissante, de Miró. Marcel Duchamp betrachten Dadaisten und Surrealisten als einen der ihren. Doch der stellt eine eigene Bewegung dar. Kunst ist Kunst, wenn der Künstler sagt, dass es Kunst ist. Duchamp erntet Lob und Kritik für diesen Schlachtruf, der die westliche Kunst tiefgreifend verändern wird.